Herzliche Grüße, meine lieben Zuschauer. Ja, die Sterne für die kommende Woche sind wieder für euch vorbereitet. Das Wochenhoroskop nun vom 23.10. bis zum 29.10. Und der Spruch der Woche lautet: Unsere Sonne wechselt in den Skorpion und sie bildet eine Umarmung mit Jupiter. Es stehen Chancen bereit und glückliche Fügungen. In der Liebe müssen wir etwas aufpassen. Unsere Sonne, meine lieben Zuschauer und Leser, wechselt in dieser Woche gleich am Montag, dem 23.10. in den Morgenstunden um 7.27 Uhr das Zeichen und wandert nun in den tiefgründigen und machtvollen Skorpion ein. Die Energie zieht sich zurück und vieles läuft nun im Verborgenen ab. Auch die Natur zieht sich hier zurück, wie wir das ja wissen. Nun kann es von Montag bis Mittwoch, dem 25.10., noch recht explosiv werden. Uranus, der Revolutionär, steht noch bis dahin in Spannung zu unserer Sonne. Es ist noch eine mächtige Aufbruchstimmung im Energiefeld zu spüren. Die gesamte Energie um uns herum wird jetzt skorpionisch und damit hintergründig, tiefgründig und geheimnisvoll. Ab dem 24.10. geht dann unsere Sonne, der Persönlichkeitskern im Skorpion, eine enge Umarmung mit Jupiter, unserem Glücksplaneten im Skorpion, ein. Das verheißt glückliche Umstände. Hier kann es sehr gut möglich sein, dass man zu schönen Geldsummen kommen kann. Dazu müssen natürlich aber auch die persönlichen Planetenkombinationen betrachtet werden. Diese Verbindung wird zusätzlich nicht von anderen Energiefeldern aspektiert. Wer da jetzt allerdings mal genauere Informationen haben möchte, wie das bei ihm zum Beispiel aussieht mit den eigenen Persönlichkeitsplaneten, kann das wieder ganz einfach bei mir unter www.bärbel-reuth.com/kostenlose-beratung/erfahren. Merkur, unser Denker und Planer im Skorpion, bekommt bis zum 27.10. weiterhin die inspirierenden positiven Schwingungen von Neptun aus den Fischen geschenkt. Tiefe Ahnungen verhelfen zu neuen Erkenntnissen, ein intuitives Verstehen und Durchschauen anderer Menschen oder auch Ereignisse kann positive Wandlungsprozesse auslösen. Mit Merkur steht auch unser Schicksalsanzeiger Mondknoten im Löwen ab dem 28.10. in Verbindung. Hier ist es spannungsvoll, da die erahnten intuitiven Informationen nicht harmonieren mit der Selbstbestimmtheit, die im Löwen nach außen abgestrahlt wird. Die Wahrheit liegt halt im Verborgenen. Zudem beginnt ab dem 25.10. ebenfalls zu Merkur, unserem Denker und Planer, eine hilfreiche Verbindung zu Pluto, dem Wandler, im Behördenzeichen Steinbock. Es kommen also auch aus staatlichen Institutionen neue tiefgreifende Impulse, allerdings in diesem Fall positiv. Kann ja nur gut sein. So, Venus, unser Liebesplanet in der Waage, dem Zeichen von Partnerschaft und Harmonie schlechthin, bekommt ab dem 24.10. den spannungsreichen Pluto-Aspekt aus dem Behördenzeichen Steinbock geliefert. Aus gesellschaftlicher Sicht geht es um Zwangsmaßnahmen in Geldangelegenheiten und um Partnerfragen. In Partnerfragen geht es um Manipulationen und um Machtansprüche. Es ist wieder Vorsicht und Umsicht geboten. Dann ab dem 28.10. kommt dann für die Venus Unterstützung vom Schicksalsanzeiger Mondknoten im Löwen. Hier heißt es wieder Selbstbestimmtheit und Selbstermächtigung. In diesem Zusammenhang sind Begegnungen für unser Liebesplaneten wieder schicksalhaft und genau im richtigen Moment. Wer da auch wieder mehr Informationen wünscht, wie denn er selbst mit seinen Planetenenergien dazu positioniert ist, der kann das wieder ganz einfach bei mir unter www.bärbel-reuth.com/kostenlose-beratung/erfahren. Mars, unser Energielieferant in der schöngeistigen Waage, bleibt in dieser Woche völlig ohne Aspekte und kann sich den schönen Dingen richtig widmen. Das hilft in der Liebe und es hilft bei den schönen Künsten, besonders auch in der Musik, wo jetzt alles sehr begünstigt wird.
Saturn, unser Hüter und Begrenzer im Schützen, geht in der gesamten Woche weiterhin sehr förderliche Aspekte zu Uranus, unserem Revolutionär im Widder, und zum Schicksalsanzeiger Mondknoten im Majestätszeichen Löwe ein. Die schicksalhaften Begegnungen haben Potenzial für langfristige förderliche Projekte. Mit dem positiven Winkel zu Uranus kann Traditionelles mit neuen, modernen Techniken und neuen Ideen gut kombiniert werden, so dass große Fortschritte mit langfristigen Erfolgschancen in der Luft liegen. In so einer Zeit sind verbindliche Verträge und Absprachen von großem Wert. In den ersten drei Tagen dieser Woche, wo noch die Spannung zwischen Sonne und Uranus besteht, können sehr interessante Ideen geschmiedet werden, die dann zur Ausreifung kommen können, wenn Saturn, Uranus und Mondknoten zusammenarbeiten. Es heißt also, Augen und Ohren offen halten. Die Chancen sind vorhanden. Und damit möchte ich jetzt wieder meine Wochenausführung für die kommende Woche beenden und ich wünsche euch natürlich inspirierende Momente, dass ihr eure Chancen erkennt und natürlich dann auch nutzt. Nun am Ende, oder nicht am Ende, sondern als Highlight zur Information, das Jahrbuch aller Wochenhoroskope 2018 ist jetzt gerade fast fertig und ich habe die Möglichkeit, es euch zur Verfügung zu stellen, wieder auf meiner Webseite www.verbel-reub.com. Hiermit habt ihr wieder eine wunderbare Möglichkeit, mit den Sternen zu planen und euch eine wunderbare Orientierungshilfe zur Hilfe zu nehmen. Ja, und nun habt ihr wieder die Möglichkeit, eure persönlichen Horoskope, eure Jahreshoroskope per E-Mail, per Telefon oder auch auf meiner Webseite direkt anzufordern und könnt ganz einfach über meine Kontaktdaten gehen, die hier unten auf der linken Seite zu finden sind. Und dann freue ich mich natürlich auch immer wieder über eure Kommentare, über eure Feedbacks und über die Anfragen auf meiner Seite direkt auf YouTube oder in den anderen sozialen Netzwerken. So, nun beende ich die Informationen und Ausführungen für die kommende Woche und ich wünsche euch alles, alles Liebe. Herzliche Grüße von mir, Bärbel Reub, eure Astrologin. Tschüss, bis zur kommenden Woche. Alles Liebe.